Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute am 23. August, heute ist Sonntagmorgen, aus meinem Sendestudio in Forchheim. Ja, was will ich euch heute vorstellen? Leider finden ja immer noch keine Tauschtage, Börsen oder nicht einmal in Bayern ja nicht einmal Flohmärkte oder so gut wie keine Flohmärkte statt. Also kann ich nichts, kaum was Neues einkaufen, höchstens kann ich im Internet was einkaufen. Aber da ist halt alles so transparent und sehr schwer, was Passendes zu kriegen, was ich euch dann vorstellen könnte für eine Schatzsuche. Und so wie es jetzt im Augenblick aussieht, wir hatten ja jetzt, glaube ich, von Freitag auf Samstag oder so wieder über 2000 Neuinfektionen. Es wurde ja natürlich auch viel mehr getestet. Aber so wie es aussieht, sieht es jetzt im Herbst mit Börsen und so weiter auch recht düster aus. Also das gefällt mir jetzt momentan gar nicht. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, was machen wir denn, weil Schatzsuche ist ja immer so beliebt hier auf meinem Kanal. Und jetzt gehen wir halt mal auf Schatzsuche in einer alten Kiste, wo ich so allerlei abgelegt habe mit Sachen, wo ich jetzt nicht wusste, wie ich sie einschätzen kann und was ich jetzt mit denen anstellen soll. Und wo ich dann noch recherchieren muss. Jetzt gehen wir da das einfach mal so wahllos durch. Vielleicht entdecken wir ja doch noch das eine oder andere interessante Brief- oder Ansichtskarte. Das sind jetzt glaube ich hauptsächlich Briefe und Ansichtskarten. Manchmal habe ich auch Steckkarten mit Briefmarken dazu geworfen in anderen Schächtelchen. Aber ich glaube, hier dominieren jetzt Briefe und Ansichtskarten. Aber bevor wir hier jetzt auf Suche gehen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Dazu einfach den entsprechenden Button anklicken. Und wenn ihr noch die Klingel Klingeling mit anklickt, dann bekommt ihr mal meine neuesten Filme mit. Aber wollen wir uns doch jetzt mal, gehen wir doch mal auf Schatzsuche. Ich denke, wir werden die ganze Kiste jetzt nicht schaffen. Wir machen jetzt einfach mal einen Teil durch und vielleicht dann demnächst dann einen weiteren Teil und vielleicht werden es sogar dann mehrere Teile. Schauen wir mal, aber beginnen wir mal einfach. Ja, ich hoffe, man sieht wieder genug. Das ist ja mal gar nicht so einfach. Ich zoome vielleicht mal ein klein wenig noch rein. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ja, da habe ich so einen alten Brief von der DDR, der ist schon ein bisschen vergilbt, aus den Anfang der 50er Jahre in die Kiste reingelegt. Und ja, der gefiel mir, glaube ich, jetzt nicht wegen der Briefmarke, sondern wegen dieser lustigen Schrift. Und ja, der Wert ist vielleicht 3 bis 4 Euro dieses Briefes. Ja, hier denke ich mal die Adresse ab, weil der nicht ganz so alt ist. Aber der ist recht interessant. Das ist so eine Karte, eine Kuriosität. Da wurde eine 220er Heusmarken wurden auseinandergeschnitten, geteilt und dann hier so angeordnet aufgeklebt und dann verschickt. Das sollte wahrscheinlich auch ein bisschen ein Gag sein. Der Postbote, der drückte da 2 Augen zu und ließ diesen Brief sogar durchgehen. Zu einem Wert kann man hier schwer was zu sagen. Es ist einfach eine interessante Kuriosität. Ja, dann haben wir hier einen modernen Brief von Saint-Pierre Miquelot. Den habe ich zur Seite gelegt, weil ich französische Kolonien sammle. Saint-Pierre Miquelot ist so eine kleine Insel, die vor Kanada liegt. Das ist so der letzte französische Besitz in Kanada. Ja, dann habe ich hier 2 schöne Geldscheine abgelegt, also da so allerlei zu sehen. Wertvoll sind die jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber die sind aus Suriname, ehemals niederländisch-Guyana und die sehen einfach auch optisch sehr schön aus. Wert ist vielleicht 2 bis 3 Euro pro Schein. Vielleicht auch etwas mehr, weil sie irgendwie schön aussehen. Ja, dann was haben wir hier? Oh, das kann ich schwer einschätzen. Das ist eine Ganzsache aus Japan und zwar eine alte. Hier sieht man die schöne japanische Schrift. Also ist eine schöne Sache. Wäre was jetzt für den Japan-Experten. Kann ich jetzt nichts zum Wert sagen, da müsste ich auch noch recherchieren. Aber ich denke, so 3 bis 5 Euro könnte das schon locker wert sein. Dann diesen Brief mit Briefmarken aus Berlin habe ich zur Seite gelegt, weil das einmal vom Unterrand kommt und den 90er. Ja, der ist mir mit 1,10 frankiert, ist ein Einschreibebrief, sieht interessant aus. Und hier mal zwar, das ist eine einfache Sondermarke, aber vom Eckrand Unterrand.
Und da hier immerhin mit Formnummern. Und daher könnte ich mal den Brief schon bei 3 bis 5 Euro einstufen. Ja, dann haben wir hier einen Brief, der ist wohl nicht gelaufen, von Campione di Italia. Das ist eine Enklave in der Schweiz. Die gab im Zweiten Weltkrieg eigene Briefmarken heraus. Ist eigentlich auch was Seltenes. Die Marken sieht man nicht sehr oft und Briefe noch weniger. Allerdings denke ich, ist der hier jetzt nicht echt gelaufen. Ja, dann haben wir hier, das ist auch ein nicht gelaufener Brief, immerhin. Das ist auch eine Kuriosität, weil der wurde einmal 1900, ja, da trägt ein Stempel von 1950. Schauen wir mal von was? Von Aschaffenburg, da steht Schaffen und Schauen, da auch. Das ist anscheinend von der Messe und die wurde dann über die Jahre hinweg mehrmals abgestempelt. Hier mit dem Stempel von 1952 und dann 25 Jahre später mit dieser moderneren Buntmarke. Also ist auch eine Kuriosität. Also man sieht, in der Kiste habe ich so einige Kuriositäten abgelegt. Ja, hier haben wir eine großformatige Karte vom Bad Reichenhals. Sieht man alles? Ja, ich denke schon. Die kann man falten. Sieht man ja Bad Reichenhals, wie es damals aussah, noch ziemlich klein. Heute ist da alles zugebaut, denke ich. Und hier schauen wir uns mal die Rückseite an. Da sehen wir eine bayerische Marke und das ist so um die Jahrhundertwende wurde der geschrieben. Wert vielleicht 5 Euro. Ja, jetzt kommen allerlei Karten, die wollen wir vielleicht jetzt nicht einzeln durchgehen. Die habe ich auch immer alles so zur Seite gelegt. Hier 14 Heiligen, weil das bei uns hier in Oberfranken im Maintal ist. Gefällt mir die jetzt gut. Und hier eine Karte, auch wegen meiner Touren vom großen Ossa. Da war ich schon öfters mal laufen. Dann hier eine Karte von Nürnberg. Also das sind allerlei interessante Karten. Windbachklamm hier von Klettern, Bergsteigen in der Nähe von der Zugspitze. Ebrechtstein in Fichtelgebirge. Dann hier Würzburg. Hier Nürnberg. Dann hier der Ochsenkopf. Also da sieht man so allerlei alte Motive. Hier wieder vom Fichtelgebirge, das Küsseinehaus. Dann hier sieht man die erste Eisenbahn, glaube ich, Deutschlands zwischen Nürnberg und Fürth. Ja, ist es, weil die wurde auch 1935 verschickt zum 100-jährigen Jubiläum mit der entsprechenden Briefmarke. Also auch eine schöne Sache. Da wird aber Schönes zur Seite gelegt. Also ich muss sagen, schöne Sachen. Hier wieder Fichtelgebirge. Ja, dann haben wir hier eine alte sowjetische Propagandamarke. Aus den Anfangszeiten der Revolution. Wenn man sie umdreht, dann steht hier mit Bleistift Neudruck drauf. Das hatte ich, glaube ich, damals, wie ich sie kaufte, nicht gesehen. Schade, denn die echte, die wäre bestimmt einiges wert. Als Neudruck vielleicht 1 Euro. Hier haben wir dann Mittenwald, auch schön anzusehen. Und hier noch die Villa Hügel in Essen. Ja, also diese Kiste, die erfreut mich, die gefällt mir gut, da habe ich wirklich schöne Sachen zurückgelegt und jetzt für die traurige Zeit, wo es kaum Börsen und Tauschtage und so weiter gibt, ist das jetzt eine schöne Sache, da mal wieder zu wühlen und das dann irgendwo dann vielleicht entsprechend in die Sammlung zu ergänzen oder vielleicht auch das eine oder andere davon zu verkaufen. Ja, hier mal eine schöne Ganzsache aus Indien. Mit George den V., die ist jetzt wahrscheinlich nicht viel wert. Nennwert 9 Pies. Ist leider auch nicht gelaufen, hat vielleicht einen Sammlerwert von 1 bis 2 Euro. Hier steht zwar 1 Euro drauf, aber ich denke, der Brief ist deutlich mehr wert, weil hier haben wir eine 5 Pence von New Zealand. Da müsste man jetzt genau schauen, welche das ist. Da gibt es viele verschiedene mit verschiedenen Wasserzeichen. Und dieser Brief wurde von Neuseeland nach Berlin geschickt, haben wir hier auch einen Ankunftsstempel. Also ich würde da statt der 1 Euro durchaus sagen, dass der einen Wert von 10 Euro hat. Locker, wenn nicht mehr. Ja, dann haben wir hier eine schöne alte Litokarte von der Bierstadt Dortmund. Leider fehlt hier oben die rechte Ecke. Würde die jetzt nicht fehlen, dann wäre die vielleicht locker, würde ich sagen, 20 Euro wert. So ist sie natürlich dann entsprechend weniger wert. Die Karte stammt aus dem Jahr 1904. Also da tauchen jetzt so einige Karten auf.
Ja, hier meine Karte mit alten Briefmarken. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Bei denen, da gibt es auch Neudrucke. Ist das ein Neudruck? Ich hoffe jetzt mal nicht. Also wenn es eine ältere ist, dann wird die wohl auch so zwischen 5 und 10 Euro liegen. Hier eine 20 Schilling abgebildet von der Goldkrust. Die wäre natürlich super. Da ist jetzt der ganze Satz mit Edward VII. Von der Goldküste aufgeführt. Ja, hier eine Kuriosität. Dieser Brief wurde verschickt. Ja, man sieht hier die Vorderseite im Jahr 1925. Und da nutzte man auf der Rückseite alte Inflationsmarken. Die gab es noch massig. Die haben wir dann einfach mit Welt Hindenburg überdruckt. Und der Brief wurde dann offensichtlich zur Zeit der Wahlen zum Reichspräsidentenwahlen verschickt, die dann auch der Herr Hindenburg dann gewann. Dann haben wir hier einen ganz interessanten Brief, verschickt in Tschechien, oder Kateb eher besser gesagt. Hier alles auf Tschechisch geschrieben, ich verstehe kein Tschechisch, vielleicht der eine oder andere von euch doch. Der könnte das jetzt entziffern, um was es da geht. Und der wurde ins Saargebiet geschickt. Also auch interessant. Und da musste der dann dazu schreiben, Saar Territorio, Saargebiet. Ah, das ist nicht Tschechisch, sondern Esperanto. Genau, Carigna Samidano, Sardesi, Remareros, ne. Jenia correspondato. Mir fiel es jetzt hier auf, weil da steht Saar Territorio. Also das ist in Esperanto geschrieben, einer Kunstsprache, die man zeitlang, also zwischen den beiden Weltkriegen, relativ beliebt war und leider jetzt nur noch ein Schattendasein verbringt. Ja, und was haben wir hier noch? Ich glaube, dann beenden wir den Film. Also ich habe hier noch, die Kiste ist noch wahnsinnig voll, da müssen wir demnächst das Ganze fortsetzen. Da muss ich mir jetzt bloß eine Markierung machen, wo ich das dann gemacht habe. Hier mal einen Brief, der ohne Briefmarke lief, aus dem Jahr 1903. Warum ich den jetzt zur Seite gelegt habe, weiß ich nicht. Ist jetzt eigentlich nichts weiter Besonderes, ist irgendwas Dienstliches. Hier hat man da noch so einen Stempel, müsste man mal schauen. Ach, das ist eine Ladung. Wahrscheinlich vor ein Gericht am Mittwoch, 3. Juni 1903. Ja, ich denke, die Kiste, die ist wirklich schön. Da kann man wirklich schöne Sachen entdecken. Da habe ich schöne Sachen zurückgelegt. Wenn ich dann mal mehr Zeit habe, kann ich da das vielleicht auch dann entsprechend für meine Sammlung ergänzen. Aber jedenfalls ist es jetzt schön für die nächsten Filme. Da können wir das eine oder andere entdecken. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. So gut gefallen wie mir. Also ich fand es jetzt total super, total spannend, weil ich jetzt selber nicht mehr wusste, was da so alles drin ist. Und da habe ich wirklich immer so die interessanten Sachen zurückgelegt in diese Kiste. Also da haben wir Stoff für die nächsten Filme, denke ich. Ja. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann bitte liked ihn. Ich freue mich über jedes Like. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Frage, über jede Anregung und natürlich auch über jedes Abonnement. Dann wünsche ich euch schöne Tage, einen schönen Wochenstart, denn es ist zwar jetzt heute Sonntag, aber ich denke, der Film, der wird jetzt erst zum Montag oder Dienstag dann online gehen. Ich muss ihn ja auch noch schneiden und verarbeiten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal auf meinen YouTube-Kanal Maratomi. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen!